Hi Leute, diesmal geht es um Empfänger wieder. Wir haben hier eine Platine zusammengebaut, die verschiedene Empfängersorten beinhaltet. Bei weitem nicht alle, die es gibt, aber alle, die man kennen sollte. Wir haben hier noch das Funkgerät hingelegt. Das ist einfach deswegen da, damit man in Bezug kommt, zu welcher Zeitperiode man das Ganze einordnen soll. Denn die Technik, die hier verbaut ist, ist sehr antik. In heutigen Radios findet man alles in einem integrierten Schaltkreis verbaut. Meistens sogar noch ein SMD-integrierter Schaltkreis. Aber wir wollten euch in diesem Video einfach mal die Empfängertechnik näher bringen. Wie funktioniert ein Empfänger überhaupt? Was macht ein Empfänger mit der Hochfrequenz? Wie geht es, dass aus dem Funksignal wieder Sprache wird oder Musik? Und welche Schaltungen sind historisch relevant, wenn man so möchte? Und deswegen haben wir, wie gesagt, diese Platine hier aufgebaut. Und wir führen euch mal durch eine, wenn man so möchte, Zeitreise von den Anfängen der Empfängertechnik bis zu, in Anführungszeichen, aktueller Empfängertechnik. Auch als Verstärker haben wir uns dazu entschlossen, keinen IC-Verstärker zu verwenden, sondern einen Transistorverstärker, eine sogenannte AB-Endstufe, diskret aufzubauen. Dadurch haben wir eben auch aus dieser Zeit einen NF-Verstärker gebaut. Okay. Jetzt haben wir den Detektorempfänger. Der Detektorempfänger ist historisch gesehen, so viel ich weiß, der älteste Empfänger. Man benötigt lediglich einen Schwingkreis, eine Diode und in der Praxis einen hochohmigen Kopfhörer. Das kann zum Beispiel ein Kristallkopfhörer sein oder auch ein Kopfhörer mit einer Spule, der eine sehr hohe Impedanz hat. Zum Vergleich, der Kopfhörer, der am Smartphone dran ist, hat vielleicht eine Impedanz von, sagen wir, 32 Ohm pro Lautsprecher. Kopfhörer, die wir an so einem Detektorempfänger dran haben, haben eine Impedanz von mindestens 2 Kiloohm bis zu 100 Kiloohm, also 100.000 Ohm. Dadurch, dass der Kopfhörer so eine hohe Impedanz hat, kann man ihn mit einer Spannung leichter, wenn man so möchte, leichter ansteuern und benötigt nicht so viel Strom. Und das ist genau das, was ein Detektorempfänger liefert. Schon ein bisschen Spannung, aber recht wenig Strom. Obwohl so 600 Ohm Kopfhörer funktionieren auch noch bei Detektor. Wenn genug Pegel da ist. So, weiterhin. Ein Detektorempfänger hat, wie ein Oszillator, einen Schwingkreis. Über den Schwingkreis kann ich die Empfangsfrequenz bestimmen. Ich kann entweder die Spule verstellen, dann kann ich den Sender jetzt mal einstellen. Es wird schon lauter, aber es stimmt noch nicht so ganz, denn wir müssen noch den Kondensator verstellen. Also wie ihr hört, durch die Spule kann ich das verstellen. Oder auch durch den Kondensator. Jetzt drehe ich mal einen Kondensator. Schon sehr laut, müssen wir ein bisschen leiser machen. Also ihr seht schon, durch Spule und Kondensator kann ich die Frequenz bestimmen. Wir haben jetzt übrigens als Prüfsender das Sendermodul aus dem anderen Video dran und haben es hier direkt am Eingang angeschlossen. Also Masse auf Masse und HF-Out quasi auf den Eingang vom Detektorempfänger. Das sehe ich nochmal an der Spule. Ihr hört schon, es wird leiser. Also über Spule und Kondensator kann ich die Frequenz einstellen. So. Eine Besonderheit vom Detektorempfänger ist, dass wir eine Germaniumdiode benötigen. Das ist diese komische Glasdiode hier. Die sind mittlerweile schon fast schon selten, haben fast schon Sammlerwert. Jetzt braucht ihr euch aber nicht fürchten, in Anführungszeichen, dass ihr diese Diode nicht bekommt, wenn ihr sowas bauen wollt, denn man kann stattdessen auch eine sogenannte Schottky-Diode verwenden. Ihr könnt auch eine 1N4148 einbauen, aber bei Siliziumdioden gibt es zwei Probleme. Erstens, die Siliziumdiode muss schnell genug sein, um die Hochfrequenz zu demodulieren. Mit einer 1N4001 oder 1N4007 geht das natürlich nicht. Und zweitens hat sie den Nachteil, dass sie eine viel höhere Spannung benötigt, um leitend zu werden. Das heißt, sie braucht viel mehr Sendeleistung oder Empfangspegel, um diese Diode leitend zu bekommen. Ich stecke jetzt mal die Siliziumdiode an. Ich versuche es. Und man hört es jetzt schon, aber es ist sehr leise im Vergleich zur Germaniumdiode. Jetzt stelle ich es mal ideal ein. Es ist schon ideal eingestellt. Also man hört hier einen deutlichen Unterschied. Das ist jetzt mit der Siliziumdiode. Hier habe ich wieder die Frequenz eingestellt. Und jetzt machen wir die Germaniumdiode an. Einiges lauter. Es ist viel lauter. Germanium und Silizium. Also wenn ihr Detektorempfänger habt, achtet auf die Diode. Achtet auf den Schwingkreis, da kann man sich noch ein bisschen spielen. Und ihr könnt natürlich anstelle eines Verstärkers auch einen Kopfhörer davon anschließen. Der Detektorempfänger hat allerdings den Nachteil, dass er sehr unempfindlich ist. Also gehen wir weiter zur nächsten Schaltung. Der Detektorempfänger mit HF-Verstärker. Jetzt haben wir den Detektorempfänger mit HF-Verstärker. Das bringt natürlich erstmal viele Nachteile mit sich, denn jetzt benötigen wir eine Batterie. Während die vorherige Schaltung rein passiv von der Sendeenergie versorgt werden kann, benötigt diese Schaltung eine Batterie. Wir haben noch eine weitere Änderung vorgenommen. Die Diode ist jetzt vorgespannt. Wir haben jetzt nämlich eine Siliziumdiode drin. Vorgespannt heißt, ich nehme etwas von der Batteriespannung oder Betriebsspannung und leite es zu der Diode weiter. Dadurch ist die Diode bereits leitend und sie benötigt nicht die ungefähr 0,7 Volt Hochfrequenz, die wir sonst benötigen würden, dass diese Diode leitet. Dadurch wird das Ganze sehr empfindlich.
Ihr habt jetzt die Antenne, oder wir haben jetzt hier die Antenne, gar nicht mehr an dem Empfänger angeschlossen. Vorher haben wir das probiert, wir haben es nicht geschafft, mit dieser Antenne in den Detektorempfänger so reinzusenden, dass eben durch induktive Kopplung von dieser Spule zu dieser Spule ein Signal aus dem Lautsprecher hörbar war. Jetzt liegt diese Antenne da und wir haben hier immerhin gut 3 cm Distanz zur Spule. Und durch den zweistufigen HF-Verstärker, der hier zu sehen ist mit 2 Transistoren, kann ich jetzt bereits das Signal einstellen. Und obwohl keine Verbindung da ist, hört man das zu laut sogar. Ja, das ist die falsche Richtung, hier ist leiser. Also man hört es sehr klar und so funktioniert das. Also der Hochfrequenz-Vorverstärker sorgt dafür, dass das Signal jetzt empfangen wird. Und leitet es dann weiter, muss man das ausmachen, leitet es dann weiter über die Diode und die Diode demoduliert das Ganze wieder. Das geht dann hier zum NF-Ensch-Verstärker, beziehungsweise erstmal zu einer Treiberstufe und dann zum N-Verstärker. Also wenn man einen Detektorempfänger nimmt und einen HF-Verstärker davor baut, benötigt man zwar dafür eine Batterie, aber die Empfindlichkeit ist gewaltig gestiegen. Okay, das war's jetzt zum Detektorempfänger mit HF-Vorverstärker. Kommen wir zum Audion. Das Audion ist hier unten zu sehen, der gelbe Bereich. Ein Audion ist ein Rückkoppelempfänger. Das heißt, wir haben hier im Prinzip einen HF-Verstärker, der an seinem Eingang einen Signalpegel, wenn man so möchte, von dem Sender bekommt. Aber der Ausgang des Verstärkers ist auch wieder auf den Eingang zurückgekoppelt. Und was man jetzt macht ist, man ändert die Versorgungsspannung des Verstärkers so weit runter, bis der Verstärker durch seine Rückkopplung vom Ausgang auf den Eingang gerade noch nicht schwingt. Wenn man dann jetzt die Hochfrequenz einspeist, dann wird die Hochfrequenz verstärkt und das sehr gut. Und an dem Stromzweig des Hochfrequenzverstärkers, also zwischen Plus und dem Verstärker, kann man den Widerstand reinmachen. Wenn jetzt die AM die Welle nach oben geht, dann haben wir viel Leistung, also wird auch über diesen Widerstand viel Spannung abfallen. Und wenn die Welle wieder nach unten geht oder in den negativen Bereich, haben wir weniger Leistung und es fällt weniger Spannung an diesem Widerstand ab. Das Ergebnis ist, dass wir die Musik oder Sprache dann an diesem Widerstand als NF abgreifen können und entsprechend verstärken können. Wir haben das Ganze jetzt schon abgeglichen, denn so ein Audion ist sehr schwer zum Abgleichen. Und wir führen das jetzt mal vor, indem wir die Lautstärke aufdrehen. Wir hören leise die Musik. Und hier kann man jetzt den Sender einstellen. Es ist sehr schmalbandig. Also so ein Audion kann man durchaus von der Qualität her mit einem billigen Weltempfänger vergleichen. Wenn man jetzt zu viel Rückkopplung macht, dann fängt es an zu pfeifen. Wenn ich jetzt die Frequenz hier einstelle, dann gibt es zwar den Punkt, wo es gerade so hergeht, die sogenannte Schwebungsnull, aber sobald ich an die Seite gehe von der Frequenz, dann pfeift es. Diese Sache kann man sich zunutze machen, denn so kann man einen einfachen Empfänger bauen, der zum Beispiel Morse-Signale, CW, empfängt. Das nennt man dann Direktmischer, denn die Frequenz, wenn zum Beispiel jetzt auf 7,0 MHz ein Signal ist, und man den Audion auf 6,9 und ganz auf die 9 MHz einstellt, also 6,999 MHz, dann hat man 1 kHz Differenzton. Das ist doch ein schöner Morseton. Den hört man dann. Also wir könnten jetzt den Sender tasten, nennt man das, also immer an ausschalten, dann würde man diesen Pfeifton hören. Der Audion hat den Vorteil, dass er eine sehr gute Trennschärfe hat und eine hohe Empfindlichkeit, hat aber den Nachteil, dass er sehr schwer ist, wenn es darum geht, ihn abzugleichen. Es gibt auch andere Schaltungen. Man kann im Prinzip einfach einen Oszillator nehmen und einen Potty davor schalten, am Schwingkreis die Hochfrequenz einspeisen, die man dann benötigt, um was zu empfangen. In dem Fall haben wir hier wieder diese induktive Kopplung von der Sendung auf die Empfangsspule. Und dann kann man eben aus dem Oszillator ganz einfach einen Empfänger bauen. Ist sehr praktisch, sage ich, aber ist halt auch sehr antik. Eine Möglichkeit gibt es, man kann SSB auch demodulieren. Ja, das natürlich. Man kann auch ein Seitenband Modulation damit empfangen, aber das ist dann wirklich schon eine Geschicklichkeitsübung, das richtig einzustellen. Okay, das war's zum Audion. Jetzt haben wir einen dreistufigen HF-Vorverstärker, der am Ausgang wieder einen Detektorempfänger hat. Eigentlich ist das Ganze ja eine Superhead-Schaltung, aber da wir uns Stück für Stück in diese Superhead-Technik einarbeiten wollen, da das eben doch ein ziemlich großer Klotz an Informationen ist, gehen wir das Ganze mal langsam an. Ihr habt ja vorher diesen zweistufigen HF-Verstärker gesehen, der schon eine sehr gute Empfangsleistung hatte. Jetzt haben wir noch eins draufgelegt und haben noch einen Transistor dazu gebaut, um die Empfangsleistung noch weiter zu vergrößern. Wir haben hier einen, eigentlich einen Superhead, aber wir haben ein bisschen getrickst. Der ZF-Tafel, zu dem kommen wir später, den haben wir manipuliert, dass er verschiedene Frequenzen durchlässt. Und auch den ZF-Filter haben wir manipuliert, dass er eben nicht nur die 455 kHz durchlässt, sondern auch andere Frequenzen jetzt relativ gut passieren lässt. Das Ergebnis ist, dass die Empfindlichkeit enorm gestiegen ist. Während wir vorher die Spule recht nah hier positionieren mussten, können wir jetzt schon im Abstand von einigen Zentimetern, also gut die doppelte Reichweite, unsere Musik eben
drahtlos in diesen Empfänger senden. Dabei wird die Empfangsfrequenz durch diesen Drehkorb eingestellt. Moment. So, jetzt zeige ich mal, wie gut dieser ZF-Filter dämpft, wenn man ihn dazu schaltet. Jetzt schalte ich diesen 455 kHz-Filter wieder dazu. Und man hört es nur noch ganz leise, weil erstens der Trafo hier noch nicht filtert und zweitens wir einfach so viel HF-Pegel haben, dass es durchgeht. Also wie ihr seht, ein dreistufiger HF-Verstärker ist definitiv empfindlicher als ein zweistufiger. Jetzt könnte man sagen, warum machen wir nicht vier Stufen, dann könnte man das wahrscheinlich schon so hinhalten, anstatt so. Nein, das ist ganz einfach. Wenn man vier Stufen hat, fängt das Ganze irgendwann an zu schwingen. Das heißt, der Empfänger wird so empfindlich, dass das Signal, was hier hinten irgendwo vielleicht in den Leiterband abgestrahlt wird, vorne schon wieder in die Antenne reingeht. Und deswegen macht man das nur so. Ja, eigentlich haben wir es so gemacht, weil wir es euch zeigen wollten, was passiert, wenn man noch einen Transistor dazu macht. Aber im weiteren Sinne bauen wir jetzt Stück für Stück einen Superhead auf. Und der Superhead ist im nächsten Clip. Jetzt bauen wir einen einfachen Superhead. Ein Superhead arbeitet nach dem Prinzip der Frequenzmischung. Während die Empfänger, die wir hier haben, vom Detektorempfänger mit HF-Vorverstärker und zum Audion sogenannte Geradeausempfänger sind, das bedeutet, dass sie die Frequenz empfangen, auf die man den Schwingkreis einstellt, arbeitet ein sogenannter Superhead nach dem Überlagerungsprinzip. Der Superhead nimmt jede Frequenz, die man empfangen möchte, und mischt sie auf eine feste Frequenz herunter. In dem Fall 455 kHz, die sogenannte Zwischenfrequenz oder ZF. Um dies zu gewährleisten, benötigen wir relativ viele Komponenten. Wir benötigen natürlich von vorher unseren Eingangsverstärker. Der liefert ein Signal auf den sogenannten Mischer. Der Mischer nimmt jetzt ein Signal von dem sogenannten Lokaloszillator. Was ist ein Lokaloszillator? Nun, wenn wir jetzt den Radio hier nehmen, jetzt mache ich erstmal die Lautstärke hier auf 0, und hier eine Frequenz einstellen, eine beliebige, und einen Lokaloszillator drehen. Hier kann man die Frequenz wieder justieren durch eine Spule, die verstellbar ist, oder durch einen Kondensator, der verstellbar ist. Wenn ich jetzt hier drehe, zumindest müsste es irgendwie gehen. Genau, dann habe ich hier ein Signal. Also ich kann hier das einstellen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, man sieht es. Ich kann es einstellen und habe hier ein Signal. Also es ist einfach so, wie aus dem Senderkapitel, ein Oszillator, der ein Signal erzeugt. Dieses Signal, das können wir jetzt mal machen, wenn der Lautsprecher an ist, dann hört man vielleicht, dass sich da was tut, koppel ich jetzt auf meinen Mischer. Jetzt ist hier schon mal Stille, da fehlt nämlich noch einiges. Was jetzt passiert ist, wir haben jetzt hier ein Signal und geben es auf den Mischer, aber haben keine Filterung. Klar, dass jetzt Stille ist, denn wir senden ja keinen Träger. Und dadurch, dass wir keinen Träger senden, hört man eben nichts. Jetzt gehe ich aber mal her, baue den ZF-Filter an, stecke den mal dazu. Schon ist es leiser geworden, das Rauschen. Und jetzt bräuchte ich noch mehr Clips. Ich muss nur schauen, wo noch Clips sind. Ah, ich habe hier noch einen. Jetzt nehme ich noch einen Clip, schalte den Trafo dazu. Dann tut sich eigentlich theoretisch auch was. Das funktioniert aber nicht so gut, wie ich es mir wünsche, dass es funktioniert. Aber es funktioniert ein bisschen. Dieser Trafo lässt jetzt schon mal 455 kHz verstärkt passieren, während der andere Sachen herausfiltert. Und hier haben wir nochmal einen Filter, der 455 kHz passieren lässt. So, jetzt haben wir unseren Superhead, einen einfachen Superhead, schon soweit zusammengebaut. Was wir jetzt merken werden, ist, wenn wir hier in die Nähe kommen, hören wir es nur noch ganz leise. Wenn wir jetzt aber den Lokaloszillator richtig abgleichen, können wir es einstellen. Also durch die Spule kann ich es verstellen oder durch den Dreko. So, nun, der Superhead geht jetzt nicht viel besser als der Geradeausempfänger, aber umso weiter wir diesen Superhead aufbauen, umso mehr werdet ihr verstehen, warum man den Superhead in der Praxis verwendet. So, wenn ich jetzt mit der Spule mal dahin gehe, hören wir ja bekanntlich die Musik. Ah, zu laut. Jetzt haben wir ein Problem mit dem Superhead. Wenn ich jetzt ein schwaches Signal habe, dann hört man das richtig gut. Also man kann hier die tolle Eflose Musik hören. Wenn ich jetzt aber mit der Spule von dem Sender näher zur Spule vom Empfänger hingehe, dann wird es irgendwann verzerren. Es wird erst lauter. Also es klingt nicht mehr gut. Oder? Es verzerrt total, ja. Was machen wir da jetzt? Denn dieses Problem, was wir jetzt hier haben, das haben wir beim Detektorempfänger nicht so stark, der wird es halt einfach nur richtig laut im Kopfhörer. Aber beim Detektorempfänger mit HF-Verstärker haben wir das. Und beim Audion müssen wir dann immer wieder an den Potti drehen.
Und gerade bei Sendern, die schwanken, also durch Überreichweiten, die Feldstärke immer schwankt, ist das sehr ärgerlich und sehr nervig, wenn man dauernd immer an den Potti drehen muss. Oh, wenn es wird laut, es wird leise, laut, dann pfeift es wieder. Also es ist nicht in der Praxis gebräuchlich. So, jetzt bräuchten wir noch ein paar Clips. Schauen wir, ob da welche sind. Da in der Schachtel sind welche drin. Ja, hätten wir ein bisschen besser vorbereiten sollen. Ja. Genau, super, zwei Clips. Okay, jetzt haben wir hier eine Schaltung an dieser Elektronikbahn. Hier haben wir jetzt die 455 kHz ZF, die auf eine Detektorempfängerschaltung geht. Denn wenn ihr euch das mal anschaut, hier haben wir wieder eine Diode, die ich leider vergessen habe einzuzeichnen. Hier ist eine Diode, wie im Detektorempfänger, die eben das demoduliert. Aber jetzt haben wir hier 455 kHz, die kann ich jetzt auf eine sogenannte AGC-Schaltung geben. Das Erste, was die AGC-Schaltung jetzt mal macht, ist, sie guckt, aha, habe ich überhaupt ein Signal? Beobachtet die grüne LED, die da nicht sehr hell ist. Oh, die ist nicht richtig drauf. Nicht richtig drauf? Nicht mehr. Ja, aber es ist gut genug drauf, dass es hebt. Also, wenn ich hinlang, dann schwingt es, also es geht schon. So, also beobachtet die LED. Wenn ich jetzt ein Signal mache, ich muss ein bisschen leiser machen. Wenn ich jetzt hier mit dem Sender zur Antenne gehe, dann geht irgendwann die LED an. Und das heißt, dass wir eine gewisse Signalstärke haben. Das ist wie so in dem Radio hier oben, diese Tune-LED. Aber jetzt haben wir immer noch das Problem, dass wenn wir zu einer hingehen, das klingt nicht mehr gut. Die LED sagt aber, wir haben ein ganz starkes Signal. So, was kann ich jetzt mit dieser Information machen? Eine LED oder eine elektronische Schaltung sagt mir, wir haben ein Signal oder wir haben kein Signal. Und sie sagt weiterhin, das wird durch diesen Kondensator hier bestimmt, wir haben ein starkes Signal oder wir haben ein schwaches Signal. Nun, ich kann jetzt einfach hergehen und kann mit dem Signal, was wir hier haben von der LED oder mit dem Transistor, der ein sich verändernder Widerstand ist, mit diesem Transistor kann ich jetzt den Vorverstärker hier steuern. Das ist so, als würde ich jetzt hergehen und würde quasi sagen, okay, jetzt ist es zu stark, dann gehe ich mal so weit weg, jetzt geht's. Nur, dass das jetzt nicht ich mache, denn ich kann ja nicht beeinflussen, wie stark das Sender hergeht. Ich müsste jedes Mal die Antennenlänge ändern, das ist ja nicht praktisch tauglich. Sondern ich lasse es jetzt die sogenannte AGC machen. AGC steht für Automatic Gain Control. AGC steht für Automatic Gain Control. Automatische Verstärkungsregelung. Und ich schließe jetzt den Ausgang von der AGC-Steuerung an den Eingang von meinem HF-Vorverstärker an. Solange jetzt kein starkes Signal da ist, läuft dieser Verstärker mit maximaler Verstärkung, so gut wie er nur verstärken kann. Wenn jetzt aber das Signal zu stark wird, muss ich ein bisschen leiser machen. Wenn das Signal zu stark wird, dann regelt diese AGC zurück. Wenn ich jetzt die mal ausstecke, also hört man es ganz gut. Jetzt verzerrt es nicht mit AGC. Sieht man das auf der Kamera? Ja. Also, ohne AGC verzerrt es. Und mit AGC klingt es gut. Und das ist jetzt ein Superhead, so wie man ihn verwenden kann. Denn ihr könnt jetzt hier mit einem Drehkondensator, oder in dem Fall einem Trimkondensator, eure Frequenz in eurem Sender einstellen. Euch ist es egal, wie groß der Pegel von dem Sender ist. Das wird alles automatisch geregelt. Und ihr könnt einfach dem Sender zuhören. Diesen Effekt, den wir vorher gehört haben, da das ist verzerrt, wie gesagt, dann hätte man vor allen Dingen bei so einem Detektorempfänger mit HF-Verstärker und beim Audion hätten wir auch Probleme. Und deswegen, auch noch aus anderen Gründen, bessere Trennschärfe, sehr gute Empfangsleistung. Deswegen verwendet man zum Beispiel in so einem Radio einen Superhead. Dann gibt es noch was Gemeines, das haben wir jetzt eventuell zum Vorführen, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir es hinkriegen, wegen der Frequenz, auf der wir senden. Es gibt die sogenannte Spiegelfrequenz. Das heißt, dass es sein kann, dass man einen Sender zweimal empfängt. Das ist natürlich ärgerlich, aber bei einem einfachen Superhead ist es ein Effekt, der da ist. Jetzt schaue ich mal, ob ich den zweimal empfangen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es hinbekomme, wahrscheinlich nicht. Doch, da kurz davor. Nein, kurz das ist Anfang. Kurz vor dem Handy. Ja, das empfängt sich wahrscheinlich gerade irgendwie selber. Also, es geht leider nicht, weil der Lokaloszillator keinen groß genug Bereich abdeckt. Aber theoretisch könnte man den Sender zweimal empfangen. Und das ist die sogenannte Spiegelfrequenz. Die kann man dadurch unterdrücken, dass man einen doppelten Superhead macht. Also quasi die Schaltung kopiert. Und zwar Lokaloszillator, Eingangsverstärker, den nimmt man dann woanders her und den Mischer. Und dann habe ich zum Beispiel erst von Kurzwelle mische ich erst auf eine Frequenz, zum Beispiel auf 1 MHz. Und von 1 MHz mische ich dann nochmal runter auf die 455 kHz. Dann habe ich den Effekt nicht mehr so stark. Ein bisschen ist er vielleicht noch da, aber sehr stark unterdrückt. Aber wie gesagt, aus Platzgründen und Zeitgründen haben wir das hier nicht mehr raufbekommen. Das ist einfach der Superhead, die Schaltung, wie gesagt, hier in solchen Radios findet, in Grundschaltung. Okay, das war es jetzt so im Großen und Ganzen zum Thema HF-Empfangstechnik.
nachträglich sind wir sehr lange aufgeblieben. Der Iflose hat sich die Mühe gemacht, im Garten eine schöne Antenne zu spannen. Und wir haben noch ein paar Clips für euch, wie sich diese Empfänger denn dann in der Realität an einer echten Antenne verhalten. Okay, danke fürs Zuschauen und über einen Daumen nach oben sagen wir jetzt schon mal, würden wir uns sehr freuen. Okay.